Die Umwelt ist, dass 10% des Stroms in Niederösterreich schon aus Windkraft kommen. Und es soll noch mehr werden. Aber genau das bringt Probleme bzw. Streit. Denn die Gegner finden die Windräder ganz einfach hässlich. Und außerdem würden sie die Lebensqualität beeinträchtigen, vor allem in ökologisch sensiblen Gebieten. Alles Blödsinn, sagen die Befürworter. Fakt ist aber, in Niederösterreich kommen bis zu 70 neue Windkraftanlagen. St. Pölten ist die Hauptstadt der Windkraft. In keiner anderen Landeshauptstadt stehen so viele Windräder, 15 sind es derzeit. Einige davon nahe dem Landhaus, in dem heute Experten und Politiker über die Zukunft der Windenergie diskutieren. Es soll mehr davon geben, heißt es, aber die derzeit geltenden Einspeisetarife würden den Bau von Windrädern für viele Betreiber unrentabel machen. Bessere Tarife würden mehr Investitionen auslösen, dann könnte dreimal so viel Windenergie produziert werden wie bisher. Das bedeutet aber nicht, dass wir dreimal so viel Windräder aufstellen müssen. Die Windräder werden eben immer effizienter. Das heißt, man braucht nur ungefähr 50% mehr Windräder, dann kann man dreimal so viel Leistung und Produktion erreichen. Schon derzeit stehen mit 344 Windkraftanlagen mehr als die Hälfte aller Windräder Österreichs in Niederösterreich. Neue sind schon geplant und genehmigt. Wenn es mehr Geld gibt, dann wird sofort gebaut. Zum Beispiel in Großengers bei Wolkersdorf, in Schrick, in Berg, in Scharndorf und Höflein. Insgesamt 20 Anlagen sind fix. Für 50 weitere stehen die Genehmigungen noch aus. Gegen einen möglichen Ausbau in ökologisch sensiblen Gebieten wie Wäldern formiert sich schon Widerstand. Es gehören eigene Flächen, die dafür gedacht sind, wo man 50 bis 100 Windräder aufstellen kann. Also eigene, umgewidmete, große Flächen, die dafür geeignet sind, von Experten geeignet, wo auch die Bevölkerung sich dem und das unterstützt. Und das wäre ideal. Ideal für die Befürworter wäre mehr Geld. 8 Cent pro Kilowattstunde betragen die Einspeisetarife ins öffentliche Netz derzeit. 10 Cent will man. In den nächsten Wochen fällt die Entscheidung.